Die InnoTrans ist die Leitmesse der Verkehrstechnik mit wachsender Resonanz. 2014 erneut mit Spitzenwerten. 2758 Aussteller aus 55 Ländern. Fast 140.000 Besucher, auch hier ein neuer Rekord. Als Leistungsschau der Bahn ein Muss für Unternehmen der Branche. Der neue CityCube Berlin war 2014 die Präsentationsplattform für Unternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg, auch für das Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg. Ein Unternehmernetzwerk, das seit 2011 von Küchmöser aus Projekte und Kooperationen erfolgreich koordiniert und anstößt. Das Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg ist eine Erfolgsgeschichte dazu, von der wir damals, als wir sie gegründet haben, niemals geträumt hätten. Inzwischen ist es gelungen, mehr als 60 Unternehmen rund um die Bahnindustrie dort zu versammeln. Und das Ganze fängt an, in sich zu leben, sich gegenseitig zu befruchten. Und wir haben einige ausgezeichnete Projekte in der Pipeline, die uns in Richtung Forschung und Entwicklung, Innovation deutlich voranbringen werden. Also ein ganz großes Kompliment an die Macher, die dort unterwegs sind. Dank KNRBB-Geschäftsführer Ralf Meinsen konnte zum Beispiel das Forschungsfeld neue Werkstoffe stark vorangetrieben werden. In Brandenburg-Kirchmöser entsteht derzeit die Produktionshalle der Havel Metal Foam. Mit dem hier entstehenden Metallschaum könnten zukünftig, wie auch auf der Messe zu sehen, zum Beispiel Trieb- und Reisezugwagen gebaut werden, die bis zu 30% weniger wiegen, aber eine höhere Festigkeit aufweisen und den Fahrzeugbau damit noch sicherer machen. Ein Zukunftsprojekt made in Küchmöser. Der Bahnstandort Küchmöser müsse weiter gestützt werden, so Oberbürgermeisterin Dietlin Thiemann auf der Messe. Netzwerke Innerstadt Brandenburg an der Havel, ich glaube, das ist schon sehr deutlich geworden, sind wichtig. Natürlich im Moment sehr im Fokus der Gesundheitsstandort, aber darüber hinaus der Standort Küchmöser. Und da hat sich bewahrheitet, dass erstens eine tolle Situation ist, dass die Unternehmen am Standort geblieben sind, als es da noch ganz anders aussah. Und heute sie immer mehr zusammen gehen, indem sie miteinander arbeiten, natürlich auch miteinander Ideen entwickeln. Und auch da ist es wichtig, wie geht es mit der Stiftungsprofessur weiter, wie kann dieses Netzwerk auch aus Sicht der Stadt unterstützt werden. Herzlichen Dank an die Unternehmen, die sich daran beteiligen. Neben den Besuchen der einzelnen Unternehmensstände konnte Dietlin Thiemann auch mit DB-Chef Rüdiger Grube sprechen. Wenn es der Kalender des Bahnchefs zulasse, werde er persönlich in die Havelstadt kommen. Denn, so Thiemann, in der Vorweihnachtszeit solle der Hauptbahnhof offiziell an die Brandenburger übergeben werden. Einen Termin, wann genau das neu gestaltete Areal eröffnet werden soll, nannte sie noch nicht.